Molte grazie. Molte grazie. Ne, Molte. Was auch immer das heißt. Hopp. Los, weiter geht's, Fettchen. Da oben. Das nächste Ziel. 2,5 hatte ich, das heißt bei 45 Sekunden wird... Nee, gar nicht wahr. Alter, warum bleibt der stehen? Was soll denn die Scheißnummer? Nee, bei 1,15, genau. Ja, ist ja gut. Bitte, bitte. Hab ich gern gemacht. Okay, und das letzte. Diesmal lege ich wesentlich besser in der Zeit, weil ich auch mit dem Pferd unterwegs bin, aber... Egal. Ist ja auch klar, dass man da schneller ist. So, da hinten ist es. Ich kann es schon sehen. Am Horizont. Noch 50 Sekunden Zeit. Und noch 250 Meter. Das habe ich geschafft. Das könnte ich jetzt auch zu Fuß machen und würde es noch hinkriegen, glaube ich. Ups, verdammt! Dann will man sich kratzen. Aber nicht aufhören zu reiten. Dann passiert sowas. Ah. Absitzen! Geh runter da! Boah, hätte ich deswegen jetzt verkackt, ne? Ja, bitte, bitte. War nicht für. 2,5, ja, das sollte es hier aber auch Minimum, ne? Keinen Grund für Aggressionen, Amico. Doch. Wenn Messer Giraldi das sehen könnte. Messer Giraldi. Alles klar, ich würde sagen, bevor ich irgendwas anderes mache, Aussichtspunkte. Hier ist direkt einer in der Nähe. Falsche Richtung, aber egal. Bin da kurz hochgeklettert. So, da hoch. Och, kleiner Aussichtspunkt hier. Kann ich meinen Augen trauen? Ja. Vielleicht arbeite ich zu viel. Ja, wahrscheinlich, das wird sein. Da komme ich nicht hoch. Schieb ab. So. Kann ich meinen Augen trauen? Och, mein braves Pferd folgt mir. Juhu! Und eine Feder. 10%. Und... Jawohl, Aussichtspunkt synchronisieren. Oh, sieht ja hier auch gerade gemütlich aus. Ist bestimmt schön windig da oben. Und runter. Nächsten. Der ist dort. Nein, nicht nach Florenz, doch nicht. Doch nicht nach Florenz. Zum Aussichtspunkt dahin möchte ich. So, ich denke mal, was die Attentatsmission betrifft, da werde ich wahrscheinlich die meisten lassen. Boah, braves Pferd. Hast du gut gemacht. Du lenkst sie ab, ich beklau sie. Ich fand es ja im ersten Teil schon geil, Menschen umzureiten einfach. Hat sich... Das weiß das Pferd, deswegen war es so brav und hat direkt ein paar Menschen für mich umgeritten. So, nächstes Ziel voraus ist in Sicht. Es ist gerade mitten in der Nacht. Heilige Madonna, was will er damit beweisen? Ja, okay, da hätte ich auch hochgekonnt, das wäre wesentlich einfacher gewesen, aber ich mach's mir ja immer gerne kompliziert. Nicht? Und nochmal schöne Runde synchronisieren hier. So, Pferdchen, komm her. Sehr schön. Nächster Aussichtspunkt. Oh, den Schatz nehmen wir noch mit. Wenn wir schon hier sind, ne? Können wir ja auch gleich das mitmachen. Und wir haben schon wieder 7000, das ist sehr gut. Plus das, was in Monteregioni in der Kasse ist. Sollten wir eine ganz anständige Menge zusammen haben gleich, können wir wieder schön aufrüsten. Oh, Entschuldigung. Ja, ja, Fresse halten. Fresse halten, du Spastiker! Bam, bam und jawohl. So, das dürfte auch etwas mehr Kohle hier sein.
Wenn das bewacht wird, jawohl, 500. Durchsuchen wir noch kurz die Leiche. Oh, da ist immer noch Gold drin. Ja, ja, wer hat das gesagt? Ach du, alter Sack hier. Wo ist mein Pferdchen? Ach, das backt dann ein bisschen rum. Macht nix. Wir haben es trotzdem lieb. Ja, wenn wir schon dahin in die Richtung reiten, nehme ich auch gleich die Schatztruhen mit. Ne? Warum nicht? Sind, glaube ich, sogar direkt zwei da. Ah ja, und ich muss alle Ausrufezeichen machen, glaube ich. Deswegen mache ich hier auch gleich das Ausrufezeichen. Villa Salviati. Salviati, ja. So, und in die Villa dringen wir jetzt mal schön ein. Hopp, hopp. Und hoch. Vielleicht können wir von hier oben direkt so einen geilen, spektakulären... Ach nee, ist hier gar nicht. Schade. So einen geilen, spektakulären... Aua! Ja, so einen geilen, spektakulären... Aua! Machen. Aber daraus ist nichts geworden. Und ja, kein Ding für Ezio. Plündern, plündern, plündern. 8000 schon wieder. Nicht schlecht, nicht schlecht. Plus 2000 macht 10.000. So, wechseln wir mal das Pferd, um hier rauszukommen. Ach, hier gibt es sogar einen Eingang. Super. Wo ist denn das nächste? Und los. Das ist ein Katzensprung. Nämlich genau hier. Hier gibt es einen Schatz. Hier drüben, Ezio. 250. Geil. So, was geht ab? Wir haben Erzbischof Salviati aufgespürt. Er hat sich in dieser Villa verbarrikadiert. Ach, okay, da müssen wir jetzt rein. Aha. Nehmt einige meiner Leute. Nutzt sie, um nee, das brauche ich nicht, mal hier alleine. Einen Weg über die Mauer, damit ihr das Tor öffnen könnt. Ah, meine eigene Armee befehligen. Das ist mal eine Abwechslung vom heimlichen Erdolchen. Das mag ich. Ich finde eigentlich so Lone Warrior, sage ich mal, so einsamer Kriegermäßig finde ich geiler. Zack, Double Kill. Gleich hier die Kehle erwischt. Alter, gleich zwei Klingen. So, wir müssen... Was? Ach du? Oh, verdammt. Schieb ab! Alter, wie der Bogenschütze mal so gar nicht zielen kann. Oh, okay. Ich habe einen Pfeil im Arm stecken. Ich glaube, das ist relativ unangenehm. Alter, wieso... Verreckt endlich! Hört auf mich zu nerven hier. Na los, komm hoch, Trottel. Idiot, ey. Verschwunden im Nichts. So.
Nein, falsche Taste. Wo haben wir es? Ach, wir haben nur noch ein Wurfmesser. Den muss ich auch neu kaufen. Da war ja was. Oh, der hängt da auch schön rum, der Kumpel. Seid bereit, Männer! Der Assassine ist da! Ich muss irgendwie das Tor öffnen. Ich habe euch gewarnt. Jawohl, den Dicken haben wir gleich bekommen. Den haben wir auch erledigt. Der hat auch keine Chance. Ihr Templer, ihr singt alle das gleiche Lied. Denkt ihr, na los, kommt. Los. Mir Angst? Das war ja einfach. Direkt den erwischt. Wo ist Jacopo? Er weiß, dass ihr ihn sucht. Er kommt nur in der Dunkelheit, um die anderen zu treffen. Okay. Das ist die Antwort auf wann? Jetzt zum Wo. Der Glaube sollte Trost bringen. Nicht Schmerz. Requiescat in pace. Flatsch, Alter, voll die Fontäne. Oh, verdammt, Entschuldigung. Zack, 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 zack. Keine Schnitte hat der. Oh, verspiss dich. Es gibt nichts über eine gute Hinrichtung. Sehr schön. Das hätten wir erschafft. Ja, das hätten wir erschafft. Hier. Nächstes Ziel. Juhu, Nutzung von Aussichtspunkten. Nächster Aussichtspunkt ist direkt hier. Hoffentlich ist hier auch ein Pferd, sonst muss ich nochmal wieder zurück. Jawohl. Damit hat sich die Frage geklärt. Der Turm ist leicht zu erklimmen. Das geht ruckzuck. Und synchronisieren. Und dann holen wir uns gleich noch den Schatz. Und gehen weiter zum nächsten. Und zum nächsten. Warum erzähle ich das überhaupt? Ist doch offensichtlich. Wow. Das sah geil aus gerade. War, glaube ich, aber falsche Kameraeinstellung. Na, was kriegen wir daraus? Nochmal 250. Fette Sache. Oh. Achso, bevor ich es vergesse. Wir sind hier schon fett gesucht. So viele, wie wir hier ermordet haben, ist es auch kein Wunder. Sehr elegant vom Pferd abgestiegen. Ach komm, fick dich. Na, ja, okay, spring. Ich wollte mir noch die Kiste vorher holen. Und da haben wir 500. Geil. Ah, verdammt, da komme ich nicht hoch. Ezio, oh, Mann. Ja, von mir aus kletter auch da so hoch, wie du willst, aber wichtig ist nur, dass du hochkletterst. Auch wenn wir hier eigentlich schon das komplette Gebiet aufgedeckt haben. Wir brauchen ja schließlich... na, sag schon hier. Alle Aussichtspunkte, genau. Oder will ich ja zumindest haben. Und der letzte in dem Gebiet. Was, Pferdeklau? Ein Gesetz, das Pferdeklau verbietet? Ich denke schon, das fällt unter Diebstahl. Juhu! Ein dickes Vibe umgeschubst hier. So ein dickes Ding. Und wir...